Möglicherweise gibt es auch Schnellspeicher. Oh no. Oh no! Bitte, Monke, verlieren! Alter, was ist mit ihm? Hey! Was ist, hä? Alter, der ist so schnell! Komm her! Ich warte mal kurz. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Satisfactory! Dieses Spiel, ich habe es ja jetzt kurz in einem Overwatch schon angemerkt, ist ein Spiel, das ich extrem gerne spielen wollte. Und diesbezüglich auch eben beim Publisher nachgefragt habe und sie haben mir einen Key zur Verfügung gestellt, um es euch zu zeigen. Und ich habe mich ultra gefreut. Ein riesengroßes Dankeschön geht also raus an die Boys and Girls von Coffee Stain Studios. Ich habe jetzt noch überhaupt nicht reingeschaut, wir legen einfach mal los und gucken uns die Geschichte an. Ich kenne das Spiel zwar von Videos und Streams, habe es aber selbst halt noch nie gespielt. So, Session Name. Die Bubbler sind ziemlich cool, Ausrufezeichen. Private, was könnte man da noch einstellen? Ah, Friends Only, okay. Los geht's! Den Anfang habe ich noch nie gesehen, aber ich weiß ungefähr, worum es geht. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Okay. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Gut, doch gut. Ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Los geht's, würde ich mal sagen, huh? Komm mal. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. First objective, please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Also, da sind wir angekommen auf dem Planeten und wir bauen jetzt direkt aus unserem Pod unseren Hub. Den dismanteln wir jetzt mal mit F. Das ist wohl mein Gerät. Zack. Und wir haben ein Hub-Part, lächerlich. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Dann schauen wir doch gerade mal rein. Wir haben hier diesen Zapper. Den nehme ich einfach mal in die Hand. Wow. Batsch, Alter. Ah! Huah! Huah! Shazam! Ja, mit C kann ich den Scanner. Ach so. Okay. Jetzt habe ich hier eben durchgescannt und mir werden die ganzen Iron-Vorkommen angezeigt. Okay, mit E können wir Sachen abbauen. Also hier, wie man es von anderen Spielen eben auch kennt. Kann man hier auch die größere... Oh ja, nee, halt. Die großen kann man nicht. Vielleicht kann ich die hier mit irgendwie abkluppe. Nee. Es geht hier praktisch darum, dass man sich oder das Ziel ist es, eine automatisierte Basis zu bauen, die dann alles irgendwann alleine macht. Also Metall abbaut,
das über Förderbänder oder Laufbänder die ganze Sache irgendwo hinleitet und dort dann zur Weiterverarbeitung eben weiter nutzt und so weiter und so fort. Ich hole mal ein paar Nüsse. Dieses Spiel ist, wie gesagt, noch nicht fertig. Ich glaube, soweit ich weiß, wollen sie auch noch vorneweg ein Jahr dran rumbasteln, bis sie das so richtig abschließen, die ganze Geschichte. Diese Testversion ist dafür da, um Bugs herauszufinden. Dort testen sie auch Dinge. Hey, kleiner Mann. Warte mal. Gucken der auch den Frechdachs. Ich schlag ihn mal kurz. Oh, shit. Sorry. Sie werden in dieser Version auch weitere Updates einspielen, die man dann eben testen kann und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt somit offizieller Tester von der ganzen Sache. Und ich muss sagen, bis jetzt kann ich schon mal einen großen Daumen geben für die Lauffähigkeit. Es läuft, auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht immer zwingend gegeben, dass die Sachen überhaupt funktionieren. Ich habe auch hier ordentlich FPS. Scheint alles super zu sein. Und da oben fliegen riesige Viecher rum. Okay. Ich muss nochmal ganz kurz mir das Eisen anzeigen lassen. Da hinten ist noch was da. Das leuchtet nur kurz. Ich muss dann immer wieder durchscannen. Ich guck mal noch kurz um den Spaß auf die Videoeinstellung, wie die aktuell sind. Okay, Ultra. Ist alles auf Ultra. Alles klar. Fullscreen habe ich eigentlich aktiviert. Also ich meine, das ist aktiviert, aber irgendwie doch nicht. Und genau, speichern wollte ich noch gucken, wie das geht. Speichern 1. Let's go. Möglicherweise gibt es auch Schnellspeicher. Oh no. Oh no. Bitte, Monke, Willi. Alter, was ist mit ihm? Was ist, hä? Alter, der ist so schnell. Komm her. Ich warte mal kurz. Wow! Okay, okay, warte mal. Ich versuche wegzurennen. Haha! Habe ich dich ver... Alter, Batsch! Wow, wow, guck mal, wie ich ihm gebe. Guck mal, wie ich ihm gebe. Easy! Kann man den jetzt auch, den kann ich bestimmt scannen, oder? Warte mal. Kann ich ihn dismanteln? Nee. Aber ich muss doch, guck mal. Also, die Hitbox passt auch schon mal. Da habe ich von früheren Builds gehört, dass die Hitboxen noch nicht so gut waren und die Kampfsysteme eher krepelig sein sollen. So, guck mal hier, jetzt haben wir unsere erste Eisenader. Ich klicke einfach mal mit E dran. Ah, okay, ich mache das so richtig von Hand. Tap, tap, tap. Bing, bing, bing. Moje Fans. Note, to complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Warte mal, ich kann auf Q, kann ich Sachen bauen. So, auf F kann ich die Sachen eben dismanteln. Auf V habe ich meine Taschenlampe. Ist die hier dran an meinem Gerät? Ne, die ist generell an mir. Auf C kann ich scannen, das wissen wir mittlerweile. Auf X habe ich meine Post. Und gerade bei der Post geht ordentlich was ab, ne? Meine Nüsse, guck mal hier. Das haben wir alles schon durch. Gut, also wir haben hier unseren Hub, den wir mittlerweile sogar bauen können. Wir brauchen nur ein Teil, um den zu basteln. Und wir haben dieses Teil ja vorhin schon erhalten. Aber der Platz hier gefällt mir nicht. Oh, guck mal hier, wie schick das aussieht. Krass, was ist das da oben? Ich will direkt da hoch. Kann man da klettern? Sag bloß, man kann ja klettern. Get it on! Man kann da wirklich hoch... Dude, this is so sweet, isn't it? Man kann da wirklich nur an der Ranke hochklettern. Hier jetzt nicht. Also ich meine, ich muss jetzt hier jumpen. Ist hier Ranke? Das ist scheinbar nicht Ranke. Oh, aber hier... Alter, ich bin gleich oben. Hör mal da, guck mal. Ach Gott. Ach Gott! Ich nehme mal so ein bisschen Wood mit. Aber hier muss ich hochklettern. Das wäre jetzt natürlich schwachsinnig, das abgebaut. Was ist denn jetzt hier am Abgehen? Mercer Sphere. Ich collecte mal. Flup! This spherical object emits gravitational radiation. Initial scans reveal an inner vein-like structure filled with liquid gallium. Purpose and origin unknown. Further analysis required to determine application. Da oben ist auch eins, oder? Da. Ja, auf dem Berg steht auch so irgendwas. Krass, krass, wie hoch man die auch kann. Um wie weit die ganze Geschichte geht. Also die Map ist scheinbar eingegrenzt. Ich habe gelesen, dass die Maps... warte mal. Das sind zwei. Okay, alles klar. 30 Kilometer, glaube ich. Oder 30 Quadratkilometer groß. Von Hand editiert. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott. I can't fucking dare it, nee. Warte mal, gibt's ja keinen Fallschaden? Ich glaube, es gibt keinen Fallschaden. Wir glotzen mal kurz in unser... Aha, okay, das ist unser Inventory. Das kann man hoffentlich noch aufstocken. Wobei die Sachen, wenn die ewig weit stacken, dann ist es auch erstmal nicht schlimm. Und hier kann man die Dinge wegschmeißen oder wie... Hoppala. Ich würde sagen, wir bauen unsere Butze vielleicht dahin, da vorne. Oder hierhin direkt. Dann haben wir unseren Aussichtsstein direkt am Start. Vielleicht gibt es hier auch irgendwo Wasser. Oh nein, du hast mich nicht gesehen. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut.
Guck mal, hier bei dieser Stinke, da könnten wir bauen. Ich frage mich, ob das Gift... Oh, das scheint giftig zu sein, oder? Wir nehmen mal kurz ein bisschen Damage. Um einfach mal rein zu... Oh, okay, okay. Hier bauen wir auf keinen Fall. Ist ja widerlich. Wenn ich jetzt so eine Palatbeere, so ein Palatschinke esse... Oh. Okay, guck mal, sieht doch richtig schön aus. Kann ich auch schmeißen? Ah, nee, schade. Ich dachte, ich kann sofort schmeißen. Ich würde sagen, wir bauen uns hier hin. Das ist doch schön, oder? Obwohl, ihr habt recht. Wir sollten eigentlich in der Nähe von unserem ersten Metallvorkommen bauen oder von einem Metallvorkommen. Damit wir nicht so eine ewige Kette haben, oder? An Infrastruktur. 300 Meter. 200. Wir gehen mal dahin. Was wird ihmchen? Hey, Boy! What are you talking about? Kann er mich verletzen? Nee, kann er irgendwie nicht. Kann ich ihn verletzen? Oh! Sorry. Dude, it was just a try. I had to try. Sorry. Bitte sei mir nicht böse. Ich habe nichts gemacht. Kack mal bitte nicht in mein Lager. Oh, ich liebe solche Spiele. Das ist einfach der Hammer. Und wie gesagt, dieses Spiel war eine Sache, die ich mir schon seit einer geraumen Zeit gerne angeschaut hätte. Aber ich kam irgendwie nicht dran. Ach, jetzt muss ich natürlich einen Sack da killen. Komm her. Ich weiß, wenn man dich killen muss. Alter, come on, dude. Ich verstecke mich jetzt hier hinter der Oh, fuck. Er ist schnell, der Junge. Er ist ein fixer Bui. Shazam. Oh, ich wollte... Oh, das habe ich vorhin gar nicht genommen. Sein Ding. Komm, geh mal weg, ich will hier hinbauen. Guck mal hier, studying the remains of this creature might... Wie kann ich das jetzt studien? Also ich kann ja nicht scannen. Soweit ich weiß. Oder mit C. Nee, okay. Ja gut, vielleicht kann ich halt später erst einen Scanner bauen. Ich würde sagen, wir bauen hier unsere Butze hin. Hier hin, oder? Da sind wir direkt an der Ader. So, Achtung, hab, let's go! Gucken dir, oh, den Habarini Bambini. Das ist mein Ende, oder? Juhu. Okay, dann gehen wir mal hier an diese Crafting Bench und schauen, was hier so abgeht. Ich kann Iron Ingots machen, Iron Plates und Iron Rods. Das können wir schon machen, die Ingots. Ich gehe mal auf... Ich muss es gedrückt halten. Ach, guck mal, da sind sie schon. Ich mache mal 10 Stück. Kann ich hier nicht auch einfach mehr einstellen? Nee, kann ich scheinbar nicht. Okay, ich habe mal 10 hergestellt. Jetzt können wir auch Iron Plates machen und auch die Rods. Was haben wir hier jetzt? Okay. Tier 0, Upgrade. Oh, look at this. Craft Bench, die haben wir ja. Das hinter uns ist eine Craft Bench, oder? Das Ding. Oder verbessern wir die denn nur? Equipment Workshop, used to manually craft. Guck mal hier, ein Schmelzerich, um die Sachen einzuschmelzen. Kabel, Portable Miner. Oh, das brauchen wir. Kann ich das anklicken? Ach so, wenn ich jetzt hier draufklicke und da drauf drücke, dann haben wir das freigeschaltet oder was? Mit diesem Upgrade bekommen wir diese Rewards, wie es hier oben ja auch steht. Wenn ich halt lesen könnte, ich aff. Ich selekte diesen Milestone und muss einfach nur 10 Iron Rods herstellen, um die dann schlussendlich auch hier zu erhalten, diese ganzen tollen Rewards, ja? Gut, Iron Rods. Machen wir. Let's go! 10 sind am Start. Und, Achtung, zack. Und plupp. Yay! Alter! Wir ab geht instant! Guck mal, wir haben jetzt so ein halbfertiges Dach. Hub feature, biomass generator. Hub feature, personal storage. Scanner feature, copper. Okay, okay. New equipment, buildings and blueprints, which can be found in the workshop when built, build menu and craft bench respectively. Alter, ich bin da eben hochgegangen. Wie habe ich das gemacht? Sixth objective, hub upgrade, construction. Note. Connect buildings to a generator for power. Okay, ich bin der König der Welt. Buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Advice: automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Gut. Okay. Hold C to select what resources to scan for. Ich würde sagen, wir gucken gleich nach Copper. Ich stelle Copper. Achso, das wird jetzt direkt gesucht. Ich wollte jetzt aber nicht schon losrennen. Aber einfach mal Interesse halber 200 Meter in die Richtung, okay. Das ist unser Smelter hier, ne? Ne, ein Biomasse-Generator, beziehungsweise nicht Generator. Ein, ne?
Wisst ihr, wie ich mein? Krasses Ding. Der macht halt Strom aus Biomasse. Kann ich ja so ein Ding reinschmeißen? Halt, stopp, fuck! So, dann mache ich hier mal einen kleinen Einschnitt. Die Aufnahme geht insgesamt noch circa 40 Minuten weiter. Aber ich dachte mir, ich frage euch jetzt hier erstmal, ob ihr diese zweite Folge im Ganzen haben wollt oder ob ich einfach 15 Minuten ein Stückchen draus schnibbeln soll an passenden Stellen. Ja, was euch da lieber ist. Weil ich konnte es natürlich nicht lassen. Also ich bin dann dem Wahn verfallen und habe weitergespielt und werde, glaube ich, gleich auch nochmal eine ganz kleine Runde reingucken. Ja, darum die Frage. Wollt ihr da eine 15-Minuten-Geschichte draus machen, dass ich so 2, 3, 4 Folgen mache, bis es halt fertig ist, beziehungsweise bis es abgeschlossen ist hier? Oder soll ich ganz lange Teile? Soll ich auch mal so ein 40-Minuten-Ding hochladen? So eine ganze Session. Danke fürs Zusehen und fürs Zuhören. Danke für die Kommentare. Schreibt ruhig mal, wie euch das Spiel so zusagt, wie es euch so mundet. Ich habe das erst am Schluss der Session gefragt. Darum ist es jetzt hier halt nicht drin, sondern nur so eingesprochen. Ja, vielen Dank für die Likes und so weiter. Haut rein. Ciao, ciao.